Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, die Rückläufigkeit von Merkur. Wir waren stehen geblieben bei den drei letzten Zahlen, bei der 27, die 27 alte bekannte Zahl, und zwar hier geht es um Ehrgeiz, um Fleiß, sozusagen der 200-prozentige, man verrichtet sein Werk. Naja, könnte man hier durchaus interpretieren mit 1, 2, 3, 4 Steinbockplaneten, den fünften Uranus noch als Stierplanet dazu, steht durchaus auch für Fleiß und Einsatzbereitschaft, aber natürlich auch für Sturheit. Und Sturheit, vielleicht kann man die auch hier hineininterpretieren, aber die 31 steht halt eben für starke Machtausübung, maximale Machtausübung, die ich jetzt hier vielleicht, vielleicht nicht so sehr sehe, aber möglicherweise hängt das mit Saturn zusammen. Saturn ist auf jeden Fall in diesem Horoskop, letzte Zahl, sehr, sehr präsent, nämlich er steht für Kälte, für Härte, für Entbehrungen, aber auch für Blockade. Nehmen wir Saturn als das, was er ist. Wenn er als Herrscher des 12. Hauses am Aszendenten steht, dann bedeutet das für mich natürlich auch, dass er hier für die Auflösung von Strukturen steht. Ja? Also das heißt, die Verbindung von 12. Haus von Neptun und Saturn steht immer für die Auflösung von Strukturen. Und interessanterweise hat hier Saturn jetzt auch eindeutig dieses Halbsextil zu Neptun. Wir sind schon unterhalb der Gradschwelle. Saturn 22.09, Neptun 22.49, also 40 Minuten nur noch voneinander getrennt. Und hier haben wir es bei dieser Annäherung für den neuen Umlauf. Die Konjunktion wird ungefähr in 3 Jahren dann stattfinden, einen 36-Jahres-Zyklus. Das heißt, hier werden wir, Strategien, neue Muster, neue Entwicklungen erkennen, aber gleichzeitig auch die Auflösung des Alten. Und hier diese Auflösung bezieht sich für mich eindeutig 11. Haus, Europäische Union, 12. Haus, Vernebelung, Unklarheiten, wie gesagt, Auflösungsprozesse, und das wird jetzt schlagend. Und dieser Auflösungsprozess innerhalb der EU, also sozusagen, wir sehen ja die Erosion überall, es werden jetzt versucht, Gelder und Beträge irgendwie noch zu retten, jeder versucht dann noch seine Geldbörse weit aufzumachen, und wir sehen hier sozusagen, das alte Rom in seinen letzten Zuckungen, oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen möchte, aber ich sehe hier auch aus diesem 20-Tages-Horoskop, natürlich wird die EU nicht in den nächsten 20 Tagen, aber wir sehen hier starke Tendenzen in diese Richtung. Merkur wird eben bis zum 8. Grad zurückrauschen, am 18. Jänner wird er dann wieder direktläufig sein und wird am 27. Februar hier wieder diesen Punkt um ungefähr 24 Grad Steinbock erreicht haben. Der Günther hat im Kommentarbereich geschrieben, dass eben diese Rückkehrschleife von 16 Grad erst sozusagen die volle Wirkung von Merkur mit Erreichen des 24. Grades bedingt. Für mich ist ab 8 Grad, wenn der Merkur wieder direktläufig wird, die volle Energie vorhanden. Wie gesagt, es gibt hier verschiedene Ansichten, alles okay, alles in Ordnung. Und wir sehen dann, wann es losgeht. Die Frage ist, was geht wann los? Naja, das können wir dann auf Telegram dann besprechen, hier leider nicht möglich. Und wie gesagt, wir sehen hier auch eine Konjunktion von Merkur und Venus, wobei sich Merkur dann, die beiden kommen sich dann entgegen. Also das heißt, hier folgt unmittelbar darauf eine Konjunktion, und wir sehen auf jeden Fall Venus als Herrscherin des 8. Hauses und als Herrscherin des 3. Hauses. Also das würde dann bedeuten, dass die Bevölkerung, ja, hier, die ohnehin in einer starken Rückzugsphase ist, die ohnehin in einer starken Nachdenkphase ist. Also das heißt, viele Leute werden sich jetzt große Gedanken machen, weil es geht um Merkur, da geht es ja ums Denken. Und sie werden aber auch sozusagen sich Gedanken machen über das Thema Niedergang, 8. Haus, der eigenen Wirtschaft, und werden davon logischerweise auch selber schwer betroffen sein. Und natürlich sehe ich auch die Konjunktion zu Pluto auf 3 Grad, Pluto ist auf 27 Grad irgendwas, 27, 34 im Steinbock, und das bedeutet für mich auch, dass in dieser Konjunktion, das ist schon ein Stellium zwischen Merkur, Venus und Pluto, dass hier auch
das neunte Haus mit an Bord ist. Also das heißt, hier haben wir auf jeden Fall, naja, Wirtschaft, Handel, das heißt, hier sehe ich auch die Versorgung mit Gütern aus der Ferne, durchaus in einer interessanten Position, aber wir können auch so sagen, das neunte Haus steht natürlich auch für Gerechtigkeit, auch für Freiheit, und im zwölften Haus sehen wir, dass es hier bei diesem Thema noch gröbere Schwierigkeiten gibt. Ich schaue noch einmal nach in der Kombination der Gestirnseinflüsse, wir werden mal den Zielscheinwerfer noch einmal aufstellen und schauen wir mal nach unter Merkur, Venus, Pluto. Es wird auf jeden Fall ein intensiver Aspekt sein. Ich nehme das einfach als Stellium, als Aspekt zwischen drei Planeten. Merkur, nehmen wir Merkur, Pluto, Venus, machen wir so, weil die Venus ist quasi in der Mitte. Merkur, Pluto, Venus, hier haben wir schon. Und zwar hier ist Merkur, Pluto. Ich habe aufgeschrieben, die Macht der Worte, Geheimnisse lüften, starker Wille, Forscherdrang. Und die Venus sagt hier, Anpassungsfähigkeit und Wandelbarkeit im Denken und Sprechen. Ja? Also das heißt, auch hier eine starke Betonung der Denkprozesse, und ich glaube, das ist das, was die Kernaussage dieses Aspektes ist, dass die Bevölkerung sich eben hier zurückzieht und und auch nachdenkt. Und wir haben natürlich auch hier internationale Verträge, Handelsabkommen, was natürlich auch vielleicht in Zusammenhang mit dem 9. Haus stehen könnte, aber wie gesagt, in erster Linie der Rückzug der Bevölkerung. Wir sehen, als Herrscher des Aszendenten, als Geburtsregent, den rückläufigen Uranus im zweiten Haus. Das heißt, es dreht sich wieder sehr viel um das Thema Geld. Und wir sehen auch, dass es hier im Bereich des dritten Hauses Herrscher von zwei Mars im dritten Haus, aber auch, das ist nur für einen Skorpion, Mars ist aber auch Herrscher des neunten Hauses, Herrscher von neun, auch in drei. Also das heißt, wir sehen hier auf jeden Fall, dass es mit Geld aus dem fernen Ausland, Investoren oder, ich weiß nicht, Verpflichtungen, offenstehende Rechnungen oder was es auch immer ist. Auf jeden Fall hier steht Herrscher von 2 und Herrscher von 9 im dritten Haus. Das heißt, es gibt Mars-Streitigkeiten, auch wenn sie rückläufig nachlassen, aber es sind doch Unstimmigkeiten, die sich natürlich auch auf die Bevölkerung auswirken. Warum? Weil der Mars steht hier klar erkennbar auf 9 Grad 31 auf Krebsgraden, die sind von 37 bis 10 Grad. Also das heißt, hier sehe ich eindeutig eine starke Auswirkung auch auf die Bevölkerung, wegen Streitigkeiten Wirtschaft, Handel und Industrie, eben aufgrund von Finanzthemen, aus in Zusammenhang stehend mit dem neunten Haus. Was auch immer das dann konkret ist, ich weiß es nicht. Ich sehe es nur hier angedeutet, dass wir hier eben das Finanzthema im dritten Haus haben. Ich vermute mal, ja, weil Herrscher von 1 in 2 ist. Das heißt, hier haben wir im gesamten Land das Thema Finanzen, Geld, Not ist für mich ein Thema. Ich meine, hier steht es ja, Herrscher von 1 in 2 rückläufig. Also das heißt, für mich dreht sich jetzt eben sehr viel in unserem Land, in unserer Heimat, um das Geld. Und hier logischerweise dann auch, ja, dass das Geldthema dann auch im dritten Haus in der Wirtschaft ein Thema ist. Also irgendwie logisch. Wen haben wir vergessen? Und zwar, wir haben vergessen den Mond und den Jupiter. Mond-Jupiter-Konjunktion steht immer für Übertreibung, für Maßlosigkeit, aber auch für das Ignorieren der eigenen Bedürfnisse. Das heißt, hier weiß man offenbar nicht mehr, was gut für einen ist oder für uns ist. Wir erkennen in Jupiter den Herrscher des 10. Hauses. Ich habe da vorher gesagt, glaube im ersten Teil, Sonne ist Herrscher von 10 in 11, das ist natürlich falsch, Sonne ist Herrscher von 7 in 11, dazu muss ich noch was sagen, aber Herrscher von 10 in 1, Jupiter bedeutet, dass man natürlich versucht, das Gesetz der Führung zu behalten, das heißt, hier ist der Jupiter im ersten Haus eindeutig stark gestellt, braucht man nichts sagen, und die Konjunktion zum Mond bedeutet natürlich, dass hier gleichzeitig die Stärke vom Thema, vom Krankheitsthema beziehungsweise auch vom Thema Wachstum und Wohlstand stark beeinflusst wird. Also das heißt, hier wird die Junta sozusagen runtergeholt von der Realität, von der Wahrheit. Und Wahrheit ist auch die Bevölkerung, Herrscher von
nicht Herrscher von, Mond steht immer auch für die Bevölkerung und hier sehen wir die Bevölkerung immer auf 29, 24 in den Fischen, eindeutig auf Fische geraten, in den Fischen im ersten Haus eingeschlossen. Also das heißt, hier sehe ich auch die Bevölkerung geschwächt, interessant, hier die starke neptunische Besetzung der Bevölkerung und hier Herrscher von 4 in 12, noch einmal eine starke neptunische Besetzung der Bevölkerung und hier mit Saturn als Herrscher des 12. Hauses noch einmal eine starke neptunische Besetzung. Das heißt, wir haben wieder, wie beim heutigen Horoskop, also Mond-Neptun-Konjunktion, auch wieder eine starke Fische-Betonung. Das heißt, wie immer, große Unklarheiten, große Unstimmigkeiten und große Ratlosigkeit. Wir hatten ja gestern eine interessante Frage, und zwar, ich kann es ganz kurz fassen, wurdest du persönlich schon um deine freie Meinung bezüglich deines politischen Willens befragt? 1938, 1938, historisch schwer belastete Jahreszahl, und zwar öfters, 1%, das ist gewaltig, 1%, wow, ein oder zweimal, na, bitte, schon, ist ein bisschen weniger als öfters, 3%, na, bitte, zusammengenommen, 4%, alle Achtung, 88%, noch nie, wenn man etwas als Armutszeugnis bezeichnen kann, dann ist es das, 1%, mein Wille stimmt mit der von mir gewählten Partei überein, 1%, na, beachtlich. 7%, da muss man schon aktiv werden, sonst wird man ja nie gehört. Nein, sehe ich nicht so, sehe ich überhaupt nicht so. Sie haben ja gesagt, dass Sie für uns aktiv werden. Sie haben gesagt, dass Sie unsere Interessen vertreten. Dann brauchen wir Sie nicht. Wenn ich selber aktiv werden muss, um gehört zu werden, dann brauche ich es nicht, oder? Also ist ein Widerspruch. Das heißt, 88%, beeindruckend. Beeindruckender Sieg, sehr, sehr eindeutig. Also da brauchen wir nicht herumdeuteln. Und was haben wir hier? Das Drehbuch wird doch auch nicht vom Tatort-Zuschauer geschrieben. Naja, gut, ich meine, ja, das Drehbuch, ich meine, ja, ich sage jetzt nichts, ja. Ich meine, wenn ich was sage, dann nur noch auf Telegram, ist eh logisch. Roswitha schreibt, wurde noch nie gefragt, wieso auch das Volk hat keine Meinung zu haben. Ja, starke Aussage. Claudia schreibt, mein Mann und ich waren ein gutes Gespann, ich habe gesagt, was mich stört, mein Mann fragt dann immer, ob es arg ist und was ich verändern möchte. Bei Ja hat eine Rede und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ich schreie regelmäßig bei meinem Willen und Unmut beim Fenster raus, hilft mehr als wählen gehen, okay. Gabi schreibt, persönlich gefragt nie, aber ich hebe nie bei unbekannten Nummern ab. Naja, also schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Auf jeden Fall werden sie jetzt natürlich versuchen, ja, sie werden jetzt versuchen, alles nochmal umzudrehen und zu wenden und zu relativieren und Missverständnisse und hin und her. Du weißt schon in etwa, was ich meine. Ja, zum Abschluss des heutigen Tages hier ein paar schöne Einblicke, wieder aus Baden kommend, am Felsweg oder Felsenweg oder wie der heißt, ja, wieder zu dir selber zurückkommen, wieder in die Mitte kommen, wieder in die Harmonie kommen, durchaus in der Natur spazieren gehen, öfters das Internet auch abschalten, richtig den Stoppel rausziehen, den Stecker rausziehen, das Handy zu Hause lassen, nicht erreichbar sein, bin nicht mehr da. Wie das der Dr. Klinkert auch immer wieder empfohlen hat, Handy ausschalten, Satansphone ausschalten und dann bei Bedarf zurückrufen oder auch nicht. Ja? Wir leben in einer starken Zeit, wir müssen Entscheidungen treffen und ich kann nur bitten, ja, Entstörmaßnahmen zu treffen, das heißt, dich vor Bestrahlung einfach zu schützen, Schlafplatz abzuschirmen und so weiter. Das sind so kleine Dinge, auf die wir jetzt besonders achten müssen. Du weißt ja, jetzt werden bestimmte Dinge aktiviert und so weiter und da wächst Gewisses in Menschen heran und so weiter und das wollen wir gar nicht fördern und deswegen ist sozusagen das Abschirmen, glaube ich, das Gebot der Stunde, weil man dadurch auch durch die Melatoninausschüttung des Körpers aus der Hirnanhang, da ist es die Hypophyse, Zirbeldrüse, sozusagen, dass man hier den Heilungsprozess natürlich unterstützt, weil der Körper hat immense Heilungskräfte. Und wir wissen ja, Geist steht über Materie und wir haben gewonnen, betone ich immer wieder, und es bleibt auch dabei, da hat sich nichts geändert, Sie haben verloren. Aber wie ich auch immer gesagt habe, es handelt sich um schlechte Verlierer und das heißt, bitte dranbleiben, bis wir wirklich sehen, dass Sie runtergekommen sind. Nicht, wenn es in den Medien steht, ja, jetzt haben wir gewonnen, nein, sondern ich meine es wirklich. Das heißt, wenn es tatsächlich auch geschehen ist. Also das heißt, nicht zu früh gefreut. Aber wie gesagt, wir bleiben am Ball. Bitte 19.50 Uhr ein paar Minuten visualisieren, wieder in die Freude gehen, in Erfolgsbilder gehen, in schöne Bilder gehen. Und
Der Rest geschieht von selbst. So einfach ist es. Und du weißt, oberster Grundsatz, solange du kannst, so oft du kannst, das Anhalten der Gedanken pflegen. Und hier ist eben ein Spaziergang im Wald sehr, sehr hilfreich, wo man wirklich abschalten kann. In dem Sinne, alles Liebe und einen großartigen, ja, was haben wir heute, keltischen Donnerstag oder Kalendermittwoch. Dein Astrowolf. Ende.